Und damit willkommen zurück bei Caligula Zock Deponia 1. Es geht weiter. Wir haben uns in der letzten Folge mit dem Postman unterhalten und haben herausgefunden, dass der gute Herr auf Knitterfolie steht und sehr gerne darüber fahren mag. Er hat anscheinend unten Räder statt Füße. Keine Ahnung, er ist ja hinter der Theke. Wie dem auch sei, wir haben uns ja in der letzten Folge mit ihm unterhalten, brauchen wir jetzt also nicht. Und er hat irgendwelche Katzen hier in den Klappen. Das haben wir auch schon rausgefunden durch das Gespräch. Ich bin mal gespannt, was es damit auf sich hat. Wir machen mal so eine Klappe am besten mal auf. Hui, eine Katze. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Ah, okay. Sag mal hier. Noch eine. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. So, zwei Katzen haben wir hier. Was haben wir denn noch? Da ist noch eine Klappe. Ersatzkastenschublade. Ach Gott, Buchstabierwettbewerb incoming. Fehler. Dann halt nicht. Ist ja auch so ein Kollege hier. Der Job ist so langweilig, dass ihn nur ein Roboter machen kann. Und selbst der zeigt schon Anzeichen einer Depression. Okay. Also wir können anscheinend irgendwas mit den Katzen machen. Betäubungsmittel. Wir geben mal am besten... Nee. Horschposten. Gehen wir mal hoch. Petschrank. Wir haben doch hier so ein komisches Feld gefunden im Büro vom Bürgermeister. Setzen wir mal ein. Okay. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Bestimmt nichts Schönes. Ich liebe es, Gott zu spielen. Bestimmt nichts Gutes kommt dabei raus. Jetzt haben wir hier so ein Minispiel. Okay, wir können hier drehen. Zwei, zwei, zwei. Ich verstehe überhaupt gar nicht, was wir jetzt hier machen müssen. 2, 2, 2. Ah, da gucken drei Tauben raus. Die eine mit einem Gewicht, die ist ja relativ klein. Aber ich möchte mal wissen, welche das ist. Ich bin mal der Meinung, dass wir ganz links drei Grüne haben müssen. Los, wie? Nein. Nein. Achso, ich hab den falschen Knopf gedrückt. 1, 2, 3. Null. 0, 3, 3. Das ergibt ja hier so richtig Sinn, ergibt das Ganze ja nicht. 2. Eigentlich müsste ich jetzt das obere. Warum kann ich das ganz unten nicht drehen? Jetzt! Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wer ist denn das hier? Telefonist! Hallöchen, Telefonist. Hey, huhu, hallo. Hm? Ja? Was gibt's? Was macht die Arbeit? Was macht die Arbeit? Ja, mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Ich müsste dringend mal funken. Aha.
Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg! Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Ja, das wollen wir doch mal sehen. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück! Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Herrlich. Wirst du nicht mal müde? Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuvak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Okay. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Das haben wir schon rausgefunden. Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Okay, das hatten wir schon gefragt. Können wir jetzt eigentlich mal weg? Ich gehe dann mal. Mach das! Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Hier gibt's nichts sonst. Machen wir die Tür wieder zu. Und gehen runter. Hallo Postbot. So, jetzt müssen wir die Katze. Die Katze puppischt dich. Narkosemittel. Die sieht aber schon so trübe aus, die Katze hier unten. Haben wir was anderes? Nee, haben wir nicht. Espresso! Moment mal, können wir den Katzen Espresso geben, dass sie ein bisschen schneller wird? Aber warum sollte ich die schneller machen? Ich weiß ja gar nicht. Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma sein. Okay. So. Und hier haben wir... Eine Katze. Süß. Okay, also ich weiß jetzt nicht... Gehen mal raus und gucken uns mal diese Toni hat doch in ihrem, also unsere Ex-Freundin, die hat doch in ihrem Laden so eine komischen Coupons. Könnte ich da hier die hier? Ich sagte Finger weg. Ja, aber du sagst ja andauernd irgendwas. Nimm die Füße vom Tisch, lass keine Raubtiere in die Wohnung, schick die Medikamente zu Oma. Da muss man schon klug aussortieren. Kann man ja nicht alles auf einmal machen. Und, sieh her, meine Füße sind schon mal nicht auf irgendeinem Tisch. Oh. Ehrlich. Nicht aufregen, Toni. Nicht aufregen. Tief durchatmen. Okay. Könnten wir denn dem betäubten Papagei Kaffee geben? Wenn das dieser legendäre Kaffee ist? Hey, du! Aufwachen! Ah! Geht doch, Schnarchschnabel. Und hier haben wir so eine Stange. Hey, Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow. Das ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhälter, brauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Herrlich, Rufus.
Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehen. Oh Mann. Gut, jetzt haben wir hier ein offenes Fenster. Ist die wütend. Was mache ich denn jetzt? Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Hallo, Toni! Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. Okay. Fenster. Puh, ist die wütend. Okay, Fenster können wir nichts machen. Ich muss irgendwie an die Versandcoupons kommen, aber wie? Jetzt ist er ja vielleicht durch den Vogel abgelenkt. Wir gehen mal rein und nehmen die jetzt und mal. Und dann hat Rufus... Oh, ja, wir reden. Bla bla. Schön lästern. Ich sagte Finger weg. Verdammt. Ja, aber du nimm die Füße. Da muss und. Oh, nicht hier. Raus. Moment mal. Mir fällt da was ein. Dartpfeil. Dietrich? Nee. Hatten wir nicht mal irgendwo so einen Trichter gefunden? Da spinne ich jetzt. Moment mal, wir gehen mal ins Rathaus. Sitzungssaal. Da müsste doch der Bürgermeister liegen, ja. Aber wir hatten doch auch irgendwo... Nee, warte mal, wo war das? Notfallstation, die war ganz woanders. Die war hier. Hanek hatten wir schon. So, was haben wir hier? Ich bin der Meinung, wir haben einen Trichter gefunden gehabt. Soll ich ihn aufmachen? Ist so schwer, ihn mitzunehmen. Okay. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Verdammt. Sonst ist hier nichts. Den Hebel können wir auch nicht ziehen. Das haben wir schon in der letzten Folge probiert. Also nicht mehr können wir daran ziehen. In der Kneipe ist der doch auch nicht, oder? Nee, hier ist nur Lonzo. Wenzel? Badezimmer oben? Ist auch nichts. Klappe? Nee. Hier? Quelle. Auch nichts weiter. Ich bin der Meinung. Moment mal. Ich bin tödlich wie ein Pfeilgiftfrosch. Aber cooler. Ein Pfeilgift, Geheimagent. Okay, wir haben jetzt die Dartspitze mit dem Betäubungsmittel bespickt. Also das ist jetzt ein Betäubungspfeil sozusagen. Aber ich bin der Meinung, dass wir noch den Trichter brauchen. Wo ist denn der Trichter hin? Oder geht das schon so? Geh mal hier hin. Eine wunderbare Idee. Fehlt nur noch das Blasrohr. Hä?
Wo ist der Trichter, Leute? Wo ist der Trichter? Wenzel waren wir schon. Tonis Hütte, ist er dort? Also bei uns zu Hause sozusagen? In unserem ehemaligen Zuhause? Hier ist nur die Klingel. Ofen. Mauseloch. Waschbecken. Spinntür. Ich kann auch nicht meinen Seitenscheiner mitnehmen. Beziehungsweise auch nicht mal anklicken. Hinter Tonis Hütte? Ich müsste jetzt in den Aufzeichnungen gucken von der letzten Folge, wo ich den Trichter hingebracht habe. Beziehungsweise warum der Trichter nicht mehr da ist. Haben wir den denn irgendwo benutzt? Ja, wir haben damit doch die Goal geweckt mit dem Kaffee. Diese Hobbit-Elfe. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Also muss der ja doch noch in dem da sein, muss der Trichter noch da sein, wo der Bürgermeister pennt. Im Rathaus. Hier ist ja auch nichts mehr. Ist der hier irgendwo? Geh mal hoch. Lotin. Hier ist er doch! Jawohl! Oh, gut. Trichter haben wir. Jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir hier endlich mal die Toni hoffentlich irgendwie betäuben, dass wir da an die Versandcoupons kommen. Schneu nichts hin. Und dann hat Rufus ihm die Krücken geklaut, um daraus ein. Ach Scheiße, hätte man gar nicht machen brauchen. Raus. Wir müssen ja durchs Fenster schießen, haben wir ja vorhin rausgefunden. So, also müssen wir es noch miteinander benutzen. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Nein, was macht denn der? Und dann warten. Mann, raus. Durch das Fenster könnte ich Leute treffen, ohne gesehen zu werden. Ja, das sollst du ja auch machen. Aber da draußen ist niemand. Ey, jetzt geht der schon wieder rein. Warum macht er das nicht? Oder macht er das automatisch, wenn ich den Pfeil... Wenn ich den Pfeil benutze. Moment mal. Eine wunderbare Idee. Fehlt nur noch das Blasrohr. Das hast du doch, das Blasrohr. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Okay. Tatsache. Jetzt haben wir hier Blasrohr. Dann schieß mal durchs Fenster. Ey! Was ist denn mit dem Rufus manchmal verkehrt? Ich hab doch auf Fenster gedrückt. Ey! So langsam wird mir schlecht. Und dort wäre eine wunderbare Idee. Und ein gebührender Sicherheitsabstand. So, Fenster, Glasrohr. Au! Ja, endlich. Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Eine schöne Zigarre hat sich angemacht. Was rege ich mich eigentlich so auf? Sehr schön. Jetzt könnten wir doch endlich an die Versandkupons. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett Warte mal, wir reden gleich weiter, okay? Die redet immer noch dusselig. Coupons. Hey, Toni. Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay?
Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht nennen. Da ist er. So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen Immunberuhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Und ich, Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Okay, sie ist anscheinend wieder beim normalen Zustand. Aber wir haben unsere Coupons. Können wir endlich mal hier zur Poststelle gehen. Und dort uns mit dem Robobot hier oder Robbot oder wie der auch heißt hier und wir unterhalten. Postbot, Entschuldigung. So, mal gucken, gehen wir mal. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. Also das war nicht richtig. Frankierungsstufe 3. Moment mal, vielleicht müssen wir das irgendwie langsamer machen, die Katze, dass das Paket bei der anderen Katze dann langsamer durchläuft und sie dann mehr Briefmarken drauf blubbern kann. Wir probieren's mal. Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Okay, wir probieren's nochmal. Wir haben anscheinend unendlich Coupons. Zum Glück. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. So, jetzt mal gucken. 1, 2, 3, 4. Jetzt sind es 4 Stück. Frankierung wird gescannt. Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick. Oh yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Jetzt startet anscheinend die dicke Taube, oder was? Kurr. Nee. Kurr. Eine kleine.
Ah, ich habe durch die Erdmark... habe ich da die Tauben getauscht in ihrem Taubenverschlag. Sprich, jetzt ist die kleine Taube mit einem großen Paket gestartet und ist dadurch auf die Erde gestürzt, weil es das Gewicht nicht tragen konnte. Jetzt ist hier Polsterfolie. Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Wir gehen mal dahin. Knick. Knick. He, he. Nochmal? Knick, knicke, die Knick. Oh, yeah. Fehler, Fehler. Oh. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke, die Knick. Oh, yeah. Wie du willst. Eine Scheiße. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. Ja, das glaube ich auch. War ja abzusehen. Was ist denn, wenn wir jetzt wieder reingehen? Ah, oh, ist das geil. Ich will ihn lieber nicht stören. Ja, er sieht so glücklich aus. Das glaube ich auch. Okay, wir haben jetzt hier Ersatzkastenschublade. Eine Ersatzkatze. Hey, der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert. Mit Ersatzpostkatzenkastenmatratze. Okay, ich nehme mal eine für sofort und eine für unterwegs. Okay, gut. Zwei Katzen haben wir. Und wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Richtig geil. Der Postbot ist hier beschäftigt. Ach, das Rätsel haben wir anscheinend gelöst. Jetzt müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Wir müssen anscheinend da oben rein, so wie das hier aussieht. Und aller. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es heißt, Caligula zockt, Deponia 1. Macht's gut. Tschüss.